Nach der Tötung von Hamas-Auslandschef Ismail Haniyeh in Teheran hat Israel einen weiteren der führenden Köpfe der militanten Palästinenserorganisation für eliminiert erklärt. Hamas-Militärchef Mohammed Daif. Das Militär teilt auf der Plattform X und über WhatsApp mit, man könne nun bestätigen, dass Daif getötet worden sei. Der Angriff auf Daif im Gazastreifen ist Mitte Juli erfolgt. Die israelischen Streitkräfte geben bekannt, dass IDF-Kampfjets am 13. Juli 2024 in der Gegend von Jan Yunis angegriffen haben. Nach einer Auswertung des Geheimdienstes kann bestätigt werden, dass Mohammed Daif bei dem Angriff eliminiert wurde, teilt das Militär mit. Von der Hamas ist zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Daif galt neben dem am Mittwoch im Iran getöteten Hamas-Politchef Haniyeh und dem im Gazastreifen vermuteten Yahya Sinwar als Drahtzieher des Großangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober.